Hallihallo und herzlich willkommen bei einem neuen Diablo 3 Let's Show. Ich habe mit dem Witchdoktor, den ich schon Ewigkeiten habe, ein bisschen gespielt und habe die Karnevalsmaske oder Karnevalsfratze auf Deutsch gefunden. Und ich möchte ein bisschen Gameplay aufnehmen mit dem. Ich habe zum Beispiel auch Zunimasas Schädelkette und das Set-Bonus, eure Fetischarmee bleibt bestehen, bis sie stirbt. Das aber nicht richtig funktioniert. Also die Pets, die man heraufbeschwört durch das Passive, die bleiben nicht. Meinen uralten Ring des großen Mannes. Dann habe ich einen Dolchpfeil, eure Giftpfeile und die Giftpfeile, eure Fetische durchschlagen ihre Ziele. Ich habe jetzt extra Giftpfeil reingenommen. Hier ist noch Geistersperrfeuer. Und Heimsuchen ist das. Also der Gürtel könnte ich auch austauschen. Ich muss mal schauen, ob ich einen besseren habe. Weil ich ja jetzt Heimsuchen nicht mehr habe. Also der ist schlechter. Da oben sind so meine Masken. Ihr beschwört manchmal schreckliche Abbilder, wenn ihr angreift. Entsetzen erfüllt Gegner in der 7 Sekunden lang mit Furcht und macht sie bewegungsunfähig. Eigentlich ist es 3 Sekunden lang. Heuschreckenplage und Heimsuchung verursachen den Schaden jetzt in der Hälfte der Zeit. Die hatte ich auch mal auf. Und das Huhn habe ich auch. Manayumas blutiger Fang. Eben. Einen besseren Gürtel habe ich gerade nicht dabei, ja. Der könnte ich benutzen. Ja, mit Elite-Gegner. Der ist gut. Ist aber nicht ganz so defensiv. Sonst der. Ob der ist. Ist auch nicht ganz so gut. Der würde passen, aber lieber auf Angriff noch ein bisschen, weil ich habe recht viel Schaden eingesteckt durch die Einhandwaffe. Weil ich. Nicht Frostherz, wo ist. Nein, auch nicht diese Klinge. Da ist Maximus. Der ist auch noch gedroppt. Schnitt hätten wir hier. Ich weiß jetzt nicht, welche Waffe es war. Ah, diese. Ja, diese. Treues Andenken hatte ich. Ist nur das legendäre Zweihandschwert. Und, ja. Minus 77% Schaden. Das ist schon gewaltig. Das ist die Hälfte ungefähr an Schaden, die ich verloren habe. Aber nun gut. So, wir gehen mal in ein großes, ein kleines Nephilim-Portal. Und ich zeige euch mal ein bisschen. Ich habe gestern mit Novolem gespielt und der hat mir Glück gebracht mit der Karnevalsmaske. Fratze. Also ihr seht es, sobald die Dinge da sind, dann jetzt, die schießen jetzt auch mit diesen Giftpfeilen. Einfach in normale Giftpfeile. Schade, dass es nicht Feuergiftpfeile sind. Die würden dann noch viel mehr Schaden machen. Weil ich ja relativ viel Ding habe. Weil ich relativ viel Feuerschadensbonus habe. 52 jetzt nur. Ich habe auch mehr gehabt, aber weil man die Gegenstände halt austauschen muss, geht's nicht so schnell. Und ich sehe, man ist trotzdem ein bisschen stark, also relativ stark. Wir sind immerhin T4, also bitte. Also ich bin glücklich damit. Und wenn da mal ein Champion oder Elite-Monster kommt, kann ich auch mal die anderen Dinge noch zeigen. So, jetzt. Jetzt kommen die Feuer-Ding. Sehr schön. Ich brauche noch ein bisschen mehr Attack-Speed, dann bin ich noch stärker natürlich. Und da bringt es auch Attack-Speed, weil bei Pets bringt es nichts außer Schaden. Also es wird in Schaden umgewandelt. Und das noch recht viel. So, was haben wir hier gefunden? Ein neuer Stab, okay, den habe ich jetzt noch nie gesehen.
Okay. Und seht ihr, die bleiben jetzt. Als ich die Attacke eingesetzt habe, fertig Armee, die bleiben jetzt, sind es halt nur 10. Aber insgesamt haben wir jetzt 14 jetzt nur noch. Aber eben die Roten, die bleiben. Und eben die Giftpfeile, die durchschlagen eben Gegner. Leider keine Begrenzungen und so. Aber hey, ist trotzdem cool, oder? Und sollte nicht alles verlangen. Schaut euch dieses Teil mal an. Also diese große Radius von den Geschossen, von den Pets. Dank der Karnevalsmaske. Es ist so ein Wortspiel, Karn Evil, also böse. Böse Karnevalsmaske sollte man sie auf Deutsch übersetzen. Oder Fratze. Böse Karnevalsfratze. Das wäre ein guter Name. Aber eben bei Diablo 3, also bei Blizzard, musst du ja nicht viel verlangen. Also ich sage jetzt mal so, ich mag eigentlich keines der Blizzard-Spiele ganz, ganz gut. Da haben zum Beispiel Rockstar schon viel bessere gemacht. Oh, Red Dead Redemption. Oh, ich will das haben. Also ich will den Nachfolger haben, auch für PC. Weil ich keine Konsolen spiele. Ich bin ein Spieler, der PC einfach treu bleibt. Und ein bisschen habe ich Wii U von meiner Schwester gespielt. Aber sonst spiele ich eigentlich nur PC-Spiele. Vielleicht ein paar Emulatoren manchmal. Zum Beispiel Nintendo DS am Emulator. Ob das der Saft da schon raus, weil Nintendo 3DS geht ja nicht zum Emulieren. Schade drum. Ja, okay, die Emulator-Entwickler sind auch ein bisschen unfähig beim 3DS. Nun gut, machen lieber Werbung. Da müsst ihr auf den Link klicken, bekommt Werbung ab den Download-Link nicht. Und solches Scheiß. Da lasse ich's lieber. Und ich will ja Nintendo nicht bestrafen. Was ich aber hätte, machen könnte. Wenn jetzt zum Beispiel viele Nintendo einfach lieben und sie unterstützen, kann ich sie doch auch ein bisschen bestrafen, oder? Aber ich bin nicht böse, ihr wisst es. Ich spiele Emulator nur, weil ich die finanziellen Mittel nicht habe. Weil Nintendo Konsolen sind recht teuer. Die sind verdammt teuer. Und haben die Qualität einer PlayStation 4 nicht. Oder einer Xbox One. So, aber eben zurück zum Diablo 3. Also auf den Konsolen ist irgendwie Diablo 3 ein bisschen erfolgreicher, weil die Spiele noch nicht so verwöhnt sind. Auf dem PC sind halt alle verwöhnt. Und das ist zwar richtig. Zum Beispiel ich. Ich bin so richtig verwöhnt geworden. Weil ich natürlich sehr viel oft spiele und auch besser spielen will, wenn ich mal nicht zu spielen habe, möchte ich etwas Besseres finden. Aber befinde nie etwas Besseres. Zum Beispiel GTA 5, das hat mich so extrem was von enttäuscht. Also nicht so wie zum Beispiel Diablo 3 hier, aber naja, es ist halt auch so auf Casual ausgerichtet. Man kann eigentlich nicht viel machen im Multiplayer und im Singleplayer eigentlich auch nicht. Wie bei Diablo 3, da ist eigentlich alles immer nur online. Auf dem Server, der nicht richtig läuft, habe ich immer wieder ein paar Lecker am Abend. Aber hey, von mir aus. Diablo 3 ist immer noch genug gut, damit ich spiele. Weil ich spiele oft Spiele, die nicht so gut sind. Weil es einfach keine Alternativen gibt. Und die meistens auch ein bisschen besser sind an den Dingen. Da machen zum Beispiel die kleinsten Entwickler schon Spiele, wo mich sehr interessieren. Es einfach etwas bieten, was die großen Entwickler nicht machen. Und das finde ich sehr toll.
Ah, das ist so geil. Der Bild ist so genial. Also nur wegen diesem Bild spiele ich überhaupt noch Diablo 3. Alle anderen sind mir viel zu langweilig. Vielleicht noch den Barbaren, ja. Aber sonst ist mir das Spiel langsam zu casual. Man macht immer das Gleiche in Diablo 3 und das ist eine Frechheit, wenn man nichts anderes machen kann. So, also kann ich dann T5 machen, weil T4 ist jetzt schon viel zu langweilig. Paragon Level 205, sehr gut. Ich spiele meistens alleine Diablo 3. Eben jetzt gestern mit Novolem. Ist jetzt wirklich eine Ausnahme. Und auch Self-Found, also ich hole nicht Items von anderen Spielen oder so. Und die meisten Spiele kann man sowieso nicht, die meisten Items kann man sowieso nicht handeln. So, das ist auch gut so. So, zerschlagen mit dem Schatten mal, wie viel Schaden. Wie viel Schaden ich bekomme. Oh, eine Zweihand-Axt. Ist aber nichts für einen. Ah, das ist vom Butcher. Butcher's Cleaver oder so. Ist zwar stark, aber nicht so gut, weil es keine guten Eigenschaften hat. Und für den Tempel ist es nichts. Ah, beide, also diese Kringel vom Eis und die Reichweitenangriffe vom Blitz sind beide drin. Mag ich nicht so. Gewittersturm und Eisimpuls. Ja, du bist. Bestrafe sind auch sehr nervig, die Gegner. Bei Diablo gibt es überall nervige Gegner. Aber es ist ein bisschen eine Herausforderung. Nicht alles, was ich sage, ist für mich sehr schlimm, aber ein bisschen Kritik habe ich immer. Weil ich auch sehr etwas verlange. Und später, wenn ich dann mal eigene Games mache, also ein Entwicklerstudio kaufen konnte, werde ich natürlich auch Spiele machen, die meine Qualität ja, bieten. Und bis dann muss ich halt sehr viel Geld verlangen, verdienen. Das bekomme ich von YouTube nicht, weil ich ja kein Geld verlange. Auch kein Geld verlangen will von YouTube. Und deshalb wird es ein bisschen länger. Aber durch Fußball und so verdiene ich wahrscheinlich dann genug. Weil, so wie es aussieht, bin ich viel besser als andere im Fußball. Also, sozusagen, hat erfahrener. Und bald wahrscheinlich auch stärker. So. Das hätten wir. Wir machen noch ein bisschen weiter. Ich mache die Portale eigentlich sonst immer komplett. Ab hier zum Zeigen muss ich es jetzt nicht so komplett machen, aber ein bisschen weiter machen wir schon. Gut. Ja, wieder einen Schlüsselstein gefunden. Einen Ring, der schlecht ist. Nun gut. Ein Goblin. Aber wo ist er? Ganz viele. Nicht alle angreifen.
Da, der Rote angreifen, der Rote. Wo ist der Rote jetzt? Da unten. Alle mal angreifen, damit sie nicht abhauen. Sehr schön. Die zwei noch oben hier, schnell, schnell. Tötet sie, damit die anderen nicht abhauen. Sehr schön. Jetzt müssen die nicht abhauen. Gut, da oben. Der nicht abhauen. Wir bekommen alle, oder? Ziemlich alle. Ah, sehr schön. Oh, schaut euch an. Schaut euch diese Drops an. Wo ist der Ding? Ah, da. Gut, der letzte haben wir auch noch. Sehr schön. Das ist mal etwas. Sehr schön. Ah, danke schön, Blizzard. Okay, einer ist geflohen. Scheinbar. Nun gut, also. Eben, es sind so viele. Wenn ich dann ein bisschen stärker gewesen wäre, dann hätte ich die alle sehr schnell killen können. Aber jetzt leider nicht. Dann machen wir noch ein bisschen Glücksspiel. Nochmals eine solche Butchklebe. Zwei Butchklebe. Nun gut, wir schauen noch, was im zweiten Ding ist. Das ist so ein Level, okay. Gegner sind Geistersoldaten. Nun gut, aber nichts, was ich jetzt genau machen will. Genau wegen diesen Bogenschützen, die immer nerven. Die immer fliehen die ganze Zeit. Ja, also diesen Champion hier noch. Und dann ein Glücksspiel. So, der ist tot. Der da unten auch tot. Jetzt gibt's noch einen. Irgendwo muss noch einer sein, oder? Okay, haben wir sie getötet. Steht noch nicht, oder? Nein, nein. Okay, jetzt ist dafür ein zweiter Champion noch gekommen. Ich weiß jetzt nicht, wo der andere ist. Da haben wir nicht getötet. Cool was. Hey! Ja, toll, ein unsichtbarer. Habt ihr das gesehen? Ein unsichtbarer Arkanlaser. Und dann ist klar, dass wir sterben. Wenn wir genau drin sind. Ja, ja. Diablo 3 und seine Bugs, die sind wirklich herrlich. Ach, kommt schon. Blöde Arkanlaser. Zwäng mich, nach oben zu gehen. So richtig, nervt. So. Also ich werde weiterhin ein paar... Ah, da ist er. Da ist der andere noch. Da haben wir die zwei getötet. Sehr schön. So. Ja, ja. Gut, also... Kopfgeld... nicht Kopfgeld, Ding. Hier Glücksspiel. Und zwar möchte ich Einhandwaffen. Ich habe so viel, ich mache Einhandwaffen. Ja. Kommt bald wieder. Bis bald. Schade, nur gäbe es. Haben wir noch eins? Nein, wir haben weniger als 25. Wir haben nur 20, okay. Schade. Aber die Karnevalsmaske, die war hier im Glücksspiel. So, schauen wir mal, was das für ein Stab ist. Das ist doch irgendwie so Wochewurzel oder so etwas. Wermut.
Belegt Gegner in der Nähe ununterbrochen mit Heuschreckenplage. Das ist doch mal ein nicer. Aber eben der Zauber Heuschreckenplage ist ein bisschen zu schwach. Vielleicht dann mit anderen Items kombiniert. Schlechter Schnitz. Wieso heißt er eigentlich schlechter? Er heißt Metzger. Also Ding. Butcher. Also eben Metzger. Übersetzt. So, wir werden diese hier. Nein, wir werden beide verschrotten. Das ist jetzt wirklich nichts. Weg damit. So, also. Dankeschön fürs Schauen dieses Partes. Die nächsten kommen dann so wöchentlich oder so. Und eben, wenn ihr Vorschläge habt, wie ich da noch ein bisschen bessern kann oder was ihr sehen wollt, dann dürft ihr das gerne denken. Also ich habe bei jedem Charakter, ich muss halt einfach die Items noch finden. Aber ja, gut. Also, das Projekt ist interaktiv und ihr dürft Sachen wählen, wünschen und alles mögliche. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüssi, Kowski, Leute.